Nicht erst seit dem prophezeiten Klimawandel wird für viele künftige Hausbesitzer und auch für Industrieunternehmen die ökologische Bilanz immer wichtiger. Ein Unternehmen, das die Schonung der Umwelt ganz oben auf die Prioritätenliste gesetzt hat, ist ein Fachbetrieb für Wasser-, Wärme- und Klimatechnologie aus der Region. Die Bürgel & Schulze Haustechnik GmbH aus Markersdorf. Das Unternehmen bietet komfortable und sichere Lösungen in allen Fragen der Heizungstechnik. Abgestimmt auf das Gebäude erhält der Auftraggeber eine bedarfsgerechte, energiesparende und nutzerfreundliche Heizung, die seinem Wunsch nach zuverlässiger Behaglichkeit entspricht. Mehr als 20 Mitarbeiter tragen seit 1990 die Firmenphilosophie mit. Bei der Kundenzufriedenheit durch hohe Qualität, solide Preise, Termintreue und Zuverlässigkeit oberster Maßstab allen Tuns ist. Seit 1991 ist die Bürgel & Schulze Haustechnik GmbH Lehr- und Ausbildungsbetrieb entsprechend der Zulassungsbedingungen der HKW. Seitdem wurden über 25 Lehrlinge erfolgreich ausgebildet. Damit leistet das Unternehmen einen Beitrag für die Jugend in der Region. Die Ausbildung ist uns sehr wichtig, weil aufgrund der demografischen Entwicklung in den nächsten Jahren auf alle Fälle Nachwuchs notwendig ist und deswegen, da es am Markt relativ wenig gibt, ist das günstigste halt immer die eigene Ausbildung. Bei Bürgel & Schulze wird der Sanitär- und Heizungsinstallateur ausgebildet, der CAD-Zeichner oder Zeichnerin und zukünftig ist geplant, den Bürokaufmann oder Kauffrau auszubilden. Hallo, ich bin der Steven Michel, ich arbeite in der Firma Bürgel & Schulze als Anlagenmechaniker und befinde mich im ersten Lehrjahr. Die Aufgaben sind Kupferrohr isolieren, Kupferrohr verlegen für Heizungsleitungen, dann zum Beispiel HT-Leitungen für Abwasser, SML-Leitungen für Abwasser und Alpex-Leitungen verlegen für Wasserleitungen. Wer sich für eine Ausbildung bei der Bürgel & Schulze Haustechnik GmbH entscheidet, der sollte jedoch nicht nur Spaß an genauem und exaktem Arbeiten haben. Ein oder mehrere Praktika im Vorfeld der endgültigen Berufsentscheidung ist auf jeden Fall von Vorteil. Denn den künftigen Auszubildenden erwarten eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit. Also ich hatte in meiner Schulzeit mehrere Praktikas gemacht und da habe ich halt festgestellt, dass Anlagenmechaniker der richtige Beruf für mich ist, weil die Arbeit mit dem Kunden mir sehr viel Spaß macht, mir die Arbeit mit meinen Kollegen, die mir sehr hilfreich zur Seite stehen, sehr viel Spaß macht und ich finde den Beruf sehr lehrreich und es ist nie von Nachteil, weil Anlagenmechaniker immer gebraucht werden. Die Anforderungen für an den Anlagenmechaniker sind relativ vielfältig. Ganz wichtig ist der Bezug zur praktischen Tätigkeit, die Voraussetzungen dazu, logisches Denken, das heißt mathematische und physikalische Fähigkeiten und Kontaktfreudigkeit durch die Kundenvielfalt. Das sind so wichtige Voraussetzungen, die da eigentlich da sein müssen. Der Anspruch für die Berufsausbildung ist eigentlich ständig gestiegen, weil die technischen Entwicklungen dort so rasant sind. Ich denke da nur in Richtung alternative Energien, Nutzung der modernen Rechentechnik. Das heißt also, viele Sachen müssen über Laptop gemacht werden oder einige Hersteller fangen jetzt schon an, mit Apps die Heizung zu bedienen und Daten abzufragen. Also die Entwicklung ist da an der Stelle eigentlich sehr schnell, dass man kaum hinterherkommt. Das Leistungsangebot der Firma Bürgel & Schulze Haustechnik GmbH reicht von Planung, Umsetzung und Betreuung von moderner Heiz- und Industrietechnik, ökologischen Solarprodukten sowie Planung individueller Raumkonzepte für Whirlpool-Anlagen, behindertengerechte Bäderausstattungen sowie Lüftung und Klimatisierung von EDV- und Büroräumen im Wohnungsbau, Gewerbe, in Sporthallen, Medizin und Labors. Dieses vielfältige Leistungsspektrum des Unternehmens verlangt auch von jungen Mitarbeitern, dass sie ungewöhnlichen Situationen gewachsen sind. Ja, besondere Situationen sind natürlich schon die, dass halt irgendwann der Monteur auch mal zu einer Störung oder wie auch immer weggerufen wird und der Lehrling nicht in jedem Fall mit muss oder kann und dann auf der Baustelle sich alleine kümmern muss. Und da können natürlich auch mal Probleme auftreten, wo er dann selber gefragt ist und selber handeln muss und Entscheidungen treffen muss. Das ist schon so.
Zum Beispiel jetzt beim Isolierung legen. Das muss genau sein, dass keine Spalten in der Isolierung sind, dass der Beton nicht dort reinfließt und die Isolierung wegdrückt und das Rohr deswegen nie hält an der Dämmung. Dann zum Beispiel fürs Kupferrohr verlegen, da tue ich Schellen bohren. Die müssen natürlich genau in einer Reihe sein, damit es nicht schief wird. Und die Isolierung muss dicht sein, damit jetzt zum Beispiel wie im Winter kein Frost reinkommt und das Heizungswasser einfriert. Wir schreiben die Qualität in der Firma sehr groß, weil das wird ja alles verkauft und deswegen wird meine Arbeit dann von meinem Kollegen zum Beispiel immer im Nachhinein kontrolliert, ob alles passt, damit es keine Unreimheiten dann bei der Abnahme gibt vom Bauleiter oder vom Bauingenieur. Bei der Bürgel und Schulze Haustechnik GmbH wird den jungen Mitarbeitern also nicht nur das notwendige praktische Wissen vermittelt, sondern sie finden dort auch ein Team vor, das ihnen als Ansprechpartner bei Fragen und Problemen weiterhilft. Die Ausbildung im Unternehmen ist sehr schön, weil alle Kollegen, die ich habe, helfen mir und stehen mir zur Seite. Selbst die Kollegen im Büro, wenn ich irgendwelche Probleme habe, darf ich zu jeder Zeit zu denen hinkommen und es ist kein Problem. Also es gibt keine Lösung, die nie gefunden werden kann. Die Betreuung während der Ausbildung ist durch die duale Ausbildungstätigkeit einmal in der Firma, also im Betrieb. Und das erfolgt über den Bauleiter oder Vorarbeiter auf der Baustelle und natürlich im begrenzten Maße auch vom Büro aus beziehungsweise von der Werkstatt aus. Und bei der übergeordneten Ausbildung, die Schweiß- oder Lehrgänge, die werden dann über den Fachverband bzw. örtlich in der Ausbildungsstätte. Hallo, mein Name ist Müller Tobias, drittes Lehrjahr bei der Bürgel und Schulze Haustechnik GmbH und ich werde mich heute um die Wartung des lüftungszentralen Raums kümmern. In allen Bereichen des Unternehmens können die Auszubildenden wichtige Erfahrungen für ihren späteren Beruf sammeln. Hineinblicken in einen Arbeitsalltag, der sie tagtäglich vor neue Herausforderungen stellt. So verfügt das Unternehmen zum Beispiel über einen 24 Stunden erreichbaren Bereitschaftsdienst, der die Betreuung der technischen Anlagen auch an Sonn- und Feiertagen gewährleistet. Zum Beispiel, wir haben einen Servicetechniker. Wenn er in den Betrieb gerufen wird und eine Heizungsanlage ausfällt, weiß man halt im Vorhinein nicht, was da Tatsache ist, und dieses Herausfinden der Fehler in der Heizungsanlage oder den Luftdruck messen, wo er fällt und wo er steigt, und Dichtheiten oder Undichtheiten finden. Das ist halt wie eine kleine Detektivarbeit. Die Ausbildung bei der Bürgel und Schulze Haustechnik GmbH stellt nicht nur hohe Anforderungen an die künftigen Mitarbeiter. Eine Tätigkeit im Unternehmen bietet den jungen Menschen eine interessante Perspektive in der Region. Also bis jetzt sage ich, das ist die absolut richtige Entscheidung gewesen. Das macht mir alles Spaß, bloß man sollte ein bisschen handwerkliches Geschick da mitbringen. Also ein Bürojob wäre für mich nichts, weil ich möchte dreckige Finger haben und ich möchte am Ende sehen, was ich gemacht habe am Ende des Tages. Also die Perspektiven sind auf der anfänglich genannten demografischen Situation die, dass eine Einstellung zukünftig nach natürlich erfolgreicher Ausbildung sehr wahrscheinlich ist. Und die Entwicklung mittelfristig im Handwerk sehe ich als sehr positiv, da der Handwerker immer gebraucht wird und so nach und nach halt einige weniger werden und der Bedarf in jedem Fall wenigstens gleichbleibend eher steigend sein wird. Das Unternehmen Bürgel und Schulze Haustechnik GmbH betreut Projekte in der gesamten Region in den Landkreisen Görlitz und Bautzen. Aufträge, von denen auch die jungen Mitarbeiter stolz sagen können: Da hatten wir unsere Finger im Spiel. So, fertig.